Hallo Leute! Na, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in der neuen gemeinsamen Wohnung von Marvin und mir. Vielleicht habt ihr es ja nicht mitbekommen, ich bin mit Marvin in einer Wohnung zusammengezogen. Und das ganze letzte Jahr, seitdem wir zusammen sind, also seit Juli 2017, war es ja immer so, dass wir hin und her zwischen Berlin und Wuppertal gependelt sind. Also er hatte seine Wohnung in Wuppertal und ich habe ja meine Wohnung in Berlin. Jetzt haben wir quasi einfach nur seine Wohnung gewechselt und haben jetzt eine andere Wohnung, wo wir dann zusammen drin sind. An sich ändert sich an der Situation gar nicht mehr so viel, nur dass ich jetzt auch meinen Platz hier habe. Und ich nehme euch auf jeden Fall immer auf meinem Vlogging-Kanal mit. Ich hoffe einfach nur, dass ihr euch für uns freuen könnt und für mich freuen könnt, dass ich so happy bin hier in dieser Wohnung. Und vor allem in diesem Schlafzimmer, weil wir haben jetzt Teppich bekommen, falls ihr das sehen könnt. Und das ist sehr bequem und sehr gemütlich. Und unser Bett ist schon da und diese Dinge. Und ja, und darum wird sich das Video eigentlich auch drehen. Also um die Dinge, die ich jetzt schon gekauft habe. Und da seht ihr einmal diese Lampe da, die ist ganz cool. Die ist von Ikea. Leuchtet. Kann ich eigentlich mal anders, sieht ganz schön aus. Und dann dieses Teil, das ist auch beides von Ikea. Eine Fake-Pflanze, weil ich möchte echten Pflanzen das nicht zumuten mit mir. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schön für die. Ja, die hängt halt runter. Das ist halt so eine, oh, kann man für die Shootings mitmachen. Mit so einer Hängepflanze. Und dann das hier, das sah halt so ein bisschen Boho-mäßig aus, so dschungelmäßig. Fand ich eigentlich ganz cool. Da kann man auch Lampen draufstellen, Kerzen, weiß nicht, alles Mögliche. So, Challenge, wie lange kann ich das so aushalten? Und diesen Puff hier habe ich auch gekauft, der ist von West Wing. Der hat, glaube ich, 76 Euro gekostet. Nee, 67 Euro gekostet. Ich habe voll oft so einen Zahlendreher, dass ich die Zahlen falsch rum sage. Ja, der ist handgefertigt und ich mag die Farben sehr gerne. Ich finde, die passen halt sehr gut hier ins Schlafzimmer. Dann geht's weiter. Das habe ich bei ASOS gefunden, gibt es aber auch bei West Wing und habe ich schon auf anderen Online-Shops gesehen. Und zwar ist es von Umbra, heißt das. Einfach so einen. Ich kann es jetzt mal auspacken, weil ich habe es extra nicht ausgepackt die ganze Zeit, um es euch live zu zeigen. Nein, ich habe es zerrissen. Winterkinder. Einfach so ein Ding, was man irgendwie zum Beispiel an die Wand hängen kann. Dann habe ich hier ein großes Paket von West Wing. Ich glaube, das hier sind Kissenbezüge. Ja, die werde ich dann in mein Zimmer legen, glaube ich, die Kissen. Hier haben wir so einen kleinen Anhänger. Und die Kissen sind auch handgemacht. Voll schön. Gefällt mir sehr gut. Stoff fühlt sich auch schön hochwertig an. Die habe ich zweimal geholt. Dann habe ich Handtücher geholt. Einmal für mich oder für Marvin, ist eigentlich egal, wer welche benutzt. Diesen Muster finde ich voll schön. Und auf der anderen Seite sind sie dann weiß. Ja, einmal in einer großen Größe, dann so ein kleineres und ein noch kleineres. Und die gleichen Handtücher dann nochmal in diesem Farbton. Das ist so ein beige, das andere ist ein rosa. Finde ich schön. Fühlen sich auch schön weich an. Sind von der Marke Yukis. Ja. Ich habe einen Buddha-Kopf bestellt. Ja, den stelle ich entweder ins Bad oder halt auch in mein Zimmer dann. Einfach ein Wäschekorb. Da kommt dann dreckige Wäsche rein und hier steht Check Garment Care Labels for Recommended Wash Temperature. Ja, dann steht hier drauf, mit welcher Temperatur man was waschen sollte. Den fand ich ganz cool und der ist halt auch super leicht. Und ja, kommt dann, glaube ich, hier ins Schlafzimmer oder ins Badezimmer eher wahrscheinlich. Dann ein schweres Paket. Es ist so gesichert eingepackt. Ich habe eine Lampe bestellt. Das ist eine sehr schöne Stehlampe. Da fehlt nur irgendwie der Fuß. Verwirrt. Wohin mit dem ganzen Kabel? Okay, 10 Jahre später. Richtige Muskelarbeit irgendwie. Das Einzige, was ich bei Lampen immer hasse, ist, man vergisst immer, beziehungsweise ich vergesse immer, dass man ja die Glühbirnen dazu braucht. Jetzt habe ich natürlich keine Glühbirne, aber ich will sie direkt anmachen. Oh, ich kann mich spiegeln. Das, ja, ihr steht auf einer Kiste. Mein professionelles Stativ. Das ist der Fuß, der ist richtig schwer. Könnte ich zum Sport machen benutzen.
Meine Lampe ist fertig aufgebaut. So sieht sie aus. Und ja, da muss dann einfach nur eine Glühbirne rein. Und dann sieht sie hoffentlich schön aus, wenn man sie irgendwo hinstellt. Ja, ich weiß, was das ist. Auf die habe ich mich sehr gefreut. Ja, diese Lampe, oh, die ist so schön kühl. Lampe. Sieht so ein bisschen orientalisch aus. Finde ich auch mega schön. Findet ihr es eigentlich schön, wenn man so Gold und Silber mixt? Irgendwie weiß ich nie, was ich schöner finde, und ich kaufe immer das, worauf ich Lust habe. Aber so insgesamt bin ich eher der Goldtyp, würde ich sagen. Das hier wird ein kleiner Lampenheu. Ich habe nämlich noch eine Lampe bestellt. Das ist die letzte Lampe und das letzte Teil aus dem Paket. Aber wir haben noch einen Teil, was ich dann zeige. Die finde ich auch mega cool. Ich glaube, die könnte ich sogar ganz gut auf meinen Nachttisch stellen oder so. Ja, finde ich auch. Extrem schön. Und als letztes haben wir dieses schwere Paket. Ihr könnt euch schon denken, was es ist. Und ich glaube, das rolle ich einfach mal in meinem Zimmer aus, weil wir haben jetzt gerade, eigentlich sollte das, ist ein Teppich, oh, surprise, surprise. Und eigentlich sollte der ins Wohnzimmer, aber, weil da liegt jetzt schon einer, deswegen packe ich den einfach in mein Zimmer. Nein, ich brauche mein Messer. Ach, es geht auch ohne, glaube ich. Der Moment. Ihr seht gar nichts, oder? Das ist der Teppich. Das ist halt so ein orientalischer Teppich. So, jetzt seht ihr auch nochmal mein Zimmer. Diese Möbel kommen noch raus. Das hier möchte ich eigentlich auch raus haben. Und ansonsten steht hier halt nur der Schrank drin. Und falls ihr irgendwie Ideen habt, was ich hier machen könnte, also ich habe halt gedacht, dass ich hier so eine Sitzecke mache und hier einen Schreibtisch. Aber eigentlich passt der doch ganz gut hier rein, oder? Ich würde den jetzt erstmal hier drin lassen. Was sagt ihr? So, und das war der Teppich, den ich noch bestellt hatte. Ich bin mega happy mit den Sachen. Also wirklich mit allen Dingen bin ich richtig zufrieden. Es gibt jetzt, glaube ich, keinen Teil, wo ich so sage, finde ich irgendwie doof. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat. Ja, falls ihr Ideen für mein Zimmer habt, gerne her damit. Ich möchte es halt irgendwie voll cool machen, aber andererseits bin ich auch so, ich habe keine Ideen. Was soll ich, wie soll ich das richtig cool machen? Es gibt halt einfach auch so viel Auswahl. Ach, ja, falls ihr da Inspiration habt, dann schickt die mir gerne. Ich will jetzt hier erstmal alles aufräumen und hinstellen und aufbauen. Und ich freue mich mega über alle Teile. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und schaut gerne bei meinem Vlogging-Kanal vorbei. Da nehme ich euch auch so ein bisschen hier bei den Veränderungen und so mit. Da könnt ihr dann auch alles mitverfolgen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.